Eine Kontrolle am Eingang? Die Lehrerin sucht nach Süßigkeiten. Du meine Güte. Oh! Was hast du da? Nichts. Chips. Das nennst du nichts. Das schmeißen wir weg. Abmarsch ins Klassenzimmer. Der nächste bitte. Oh, was soll ich jetzt tun? Schneller, schneller. Ich habe noch nicht einmal gefrühstückt. Ich hab's. Ich schnapp mir eine Schokolade. Nehme sie aus der Verpackung. Und leg sie vorsichtig in mein Portemonnaie. Skittles, die kommen auch in den Müll. Emma, was hast du? Nichts. Ein Portemonnaie? Ist gut. Schulbücher, Hefte? Das verstehe ich doch. Du bist eine gute Schülerin. Dann wollen wir anfangen. Dritte Stunde. Es wird Zeit für einen Imbiss. Und Alice hat sich da vorbereitet. Oder um genauer zu sein, hatte sie sich vorbereitet. Was machen wir jetzt? Alice, du kannst was von mir haben. Das Ding ist nämlich essbar. Wir brauchen ein Bild von einer Schokolade und eine durchsichtige Handyhülle. Nimm dir jetzt eine echte Schokolade und schneide sie in Stücke. Da kommt jetzt essbarer Kleber drauf. Und mit ihm befestigen wir unsere Schokolade. Das ist ja eine coole Idee. Hier. Ist ja lecker. Hey, Lilly, kriege ich auch was? Ja, klar. Dankeschön. Und das esse ich selber. Coole Hülle. Total. Je langweiliger die Stunde, desto mehr Hunger hat man. Emmas und Teds Bäuche knurren bereits. Mikes Bauch auch. Ich könnte doch ein Bonbon essen. Ted, steh auf. Na, was haben wir denn da? Sie hat nichts gefunden. Hoppla. Und noch eins. Was hat denn Ted da? Was? Schau her. Schnappt euch eine Streichholzschachtel. Und versteckt da M&Ms. Da kommt jetzt ein Stück doppelseitiges Klebeband dran. Bitte sehr, Leute. Ich liebe die Dinger. Ja, voll cool. Und die Schachtel können wir unbemerkt unter der Bank festkleben. Jetzt wird die sicher keiner finden. Super Idee, Mike. Und jetzt kriegt ihr eure Arbeiten zurück. Oh Mann, schon wieder eine ungenügend. 3+, hurra!
Und das hier ist für meine Lieblingsschülerin. 1+, hurra! So ein Blödsinn. Ich bin so stolz auf mich. Eine Mappe für Einsen? Wow, was für ein Streber. Die wird doch ganz wahnsinnig. Da kommt jetzt vorsichtig mein Test rein. Ihr denkt wohl, dass ich bloß ein Streber bin? Oh nein. Schaut mal, was ich habe. Ist ja cool. Wow, darf ich auch mal? Und ich auch. Schmeckt das gut? Natürlich nicht. Ich bin doch bloß ein Streber. Beim nächsten Mal seid ihr nicht so gemein zu mir. Bla bla bla. Wieder eine langweilige Stunde. Aber Mike weiß, wie er die Stunde überstehen wird. Mike, was ist hier los? Wieso trägst du eine Mütze? Weil mir kalt ist. Na gut, wenn das so ist. Ach, sie hat's mir geglaubt. Schau dir das mal an. Voll cool. Was für eine geniale Idee. Ich verstehe nichts. Was ist hier los? Es ist so kalt in der Klasse. Ja, mir ist auch kalt. Also, wenn euch allen kalt ist, ziehe ich mir auch eine Mütze an. Hier mein Ticket. Aha. Ich hoffe, er merkt nichts. Was ist das? Riecht ihr Parfüm so gut? Sie können durch. Ich habe eine Idee. Was ist los mit ihr? Momentchen mal, ich stand hier an. Mach mal Platz. Wow, du meine Güte. Hier, das ist mein Ticket. Wow. Ja, sie können durch. Was ist das denn? Warten Sie mal. Was ist? Was ist in der Hose? Gar nichts. Sie können es gerne überprüfen. Ich treibe bloß Sport. Und das ist ein Proteincocktail. Ups. Na gut. Hier haben Sie mein Ticket. Ihnen glaube ich, Sie können durch. Vielen Dank. Ist es ein Mädchen oder ein Junge? Ein Junge, aber er schläft. Ich verstehe schon. Könnte ich bitte durch? Was? Was für ein seltsames Kartoffelkind. What? Aus Schokolade? Hätte mich nicht umziehen müssen. Spaßvogel. Der Film wird gleich beginnen. Das heißt, es wird Zeit, mein Baby rauszuholen. Einfach herrlich. Und noch mehr. Das reicht für den ganzen Film. Guten Tag. Also, was haben wir da? Nichts? Das wollen wir überprüfen. Einmal scannen. Nein, 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 nein. Was soll das denn? Damit kommen Sie sicher nicht rein. Oh Mann. Was ist das denn? Oh nein, meine Chips.
damit kam ich nicht rein. Hier haben Sie mein Ticket. Eintritt mit Essen untersagt. Darf ich die Hülle sehen? Ja, klar. Hier. Wow, was für eine Gitarre. Können Sie uns was vorspielen? Nein. Okay, dann kommen Sie rein. Hallo, ich kann was spielen. Auch eine Melodie? Oh nein, das wird zu lange dauern. Seltsam. Ups. Aha. Warten Sie. Jetzt können Sie rein. Oder Musik machen. Es wird Zeit für Süßigkeiten in Rockstyle. Nur gut, dass die Hülle so viele Taschen hat. Da kann man Saiten und Schokolade reinlegen. Guten Tag, ich habe nichts, kein Essen an mir. Das wollen wir überprüfen. Was ist das? Ah, Moment. Ein Wollknäuel. Ich weiß nicht mehr, woher ich das habe. Na gut, Sie können rein. Danke. Wow, was für ein cooler Blazer. Ist ja der Hammer. Und die Muskeln. Also, ich habe keine. Die Muskeln sind einfach. Darf ich ein Selfie mit Ihnen machen? Schmeiß, solange der Wächter nichts sieht. Alles ist bereit, jetzt zieh! Na komm schon, mach schneller! Alles klar? Wo wollen diese Süßigkeiten hin? Halt, ihr Übeltäter! Was macht ihr hier? Ich wickle meinen Faden wieder auf. Ihr seid doch alle zusammen. Ja. Beide raus hier. Guten Tag, hier mein Ticket. Wunderbar. Was sind das für Luftballons? Leer. Jetzt ist gut, ihr könnt rein. Mein Ticket, darf ich auch? Was haben wir da? Blumen? Sicher. Aha, und was ist das? Keine Ahnung. Raus hier. Ha. Kino und Süßigkeiten, die Sachen passen einfach zusammen. Schmecker. Bitte sehr, das ist mein Skate. High Five. Ja, Sport ist was Gutes. Komm rein. Was ist das? High Five, Sport. Das ist kein Sport. Aber was soll das denn? Verbotene Süßigkeiten. Hier kommst du nicht rein. Ein cooler Film. Und jetzt wird's noch besser. Mit ein bisschen Kaugummi. Vorsichtig, hol den Korb raus. Und da kommen jetzt ein paar Süßigkeiten rein. Was für eine geniale Idee. Und das tarnen wir jetzt ein bisschen. Da passt noch ein bisschen rein.
super. Hier mein Ticket. Kommen Sie rein. Danke. Hier. Was ist das für Müll in Ihrer Hand? Wozu brauchen Sie den? Kannst du das Popcorn probieren? Das hast du doch sicher gekauft, oder? Ja, klar. Na gut. Popcorn aus der Mülltonne. Wie hätte mir das nur passieren können? Na, schmeckt's? Und was haben wir hier? Hab ich's mir doch gedacht. Geh und komm nie wieder. Du meine Güte, das war hart. An mir kommt keiner vorbei. Kumpel, lass uns tauschen. Ich stehe hier und du wachst da hinten. Ist gut. Ciao. Kommt schnell rein. Das ist für mich. Kommt einfach rein. Was für Blödsinn. Was für ein komischer Film. Der reinste Horror. Ja, wenn man erst am Ende kommt. Na gut, lass uns wenigstens was essen. Ja, gute Idee. Darf ich auch was? Klar. Wollen wir einen anderen Film versuchen? Mal sehen, wie gut ich werfen kann. Oh ja, das war ein guter Wurf. Aua, mein Kopf. Hey, was willst du hier? Sorry, ich mach hier sauber. Ist gut, kannst reinkommen. Aber halt dich fern von mir. Wo bleibt Zack? Ich will was Süßes. Hallo, Lucy, erkennst du mich? Komm näher, ich bin es. Ohne Schnurrbart. Hallo, Kumpel. Ich habe auf dich gewartet. Was ist das denn? Na was wohl, das ist Kaugummi. Mega lecker. Das musst du unbedingt probieren. Yeah. Gerne. Das hast du dir gut überlegt. Ich dachte, das wäre ein Mob. Oh, wie lecker. Freut mich, dass es dir gefallen hat. Ich freue mich, dich zu sehen. Schau dir meine Kaugummiblase an. Lucy, tu das nicht. Du erweckst noch Aufmerksamkeit. Bitte. War das eine Explosion? Das darf doch wohl nicht wahr sein. Wie auch immer. Lucy, wir dürfen nicht so riskieren. Diesmal haben wir Glück gehabt. Ich habe hier noch was. Was? Schmutzwasser? Das ist Coca-Cola, du Blödian. Hier hast du einen Strohhalm. Oh, du bist der Beste. Das schmeckt super lecker. Ich wusste, dass es dir gefallen würde. Oh nein, hier kommt ein Rülpser. Was machst du, Lucy? Man wird uns hören. Was war das gerade? Wer ist in meinem Gefängnis? Wer das auch ist, ihr könnt was erleben. Nicht so schnell, Lucy. Ich würde an eurer Stelle Gas geben. Sorry, ich muss los. Hey, was hast du angerichtet? Tschüss. Oh, das ist so rutschig hier. Dich merke ich mir. Ein zweites Mal passiert mir das nicht. Ups, wie peinlich. Ich brauche noch mehr blaue Farbe. Oh, mir ist so schlecht. Ich bin krank, ich brauche einen Arzt. Oh, schneller. Reingefallen. Ich will mich bloß nicht anstecken. Ich muss einen Arzt rufen. Hilfe, wir haben eine Epidemie im Gefängnis. Arzt gebraucht? Retten Sie mich, Doktor. Ich muss mir alles genau ansehen. Ich kann kaum atmen, Hilfe. Hier ist der Arzt, keine Sorge. Oha, Twix. Solche Medikamente gefallen mir. So viel Schokolade. Lucy, erkennst du mich wieder? Ich bin es. Na, was ist da?
Ich habe Angst vor Spritzen. Bitte nicht. Oh, mir ist schlecht. Lucy, das ist Saft. Mach dir keine Sorgen. Mach den Mund auf. Ich liebe Orangensaft. Ich will mehr davon. Ich habe noch genug Medikamente für dich. Das sind die besten Pillen auf der Welt. Da hast du recht, Lucy. Na, was ist da? Hoffentlich ist die Krankheit nicht tödlich. Hä? Sind das Süßigkeiten? Was für eine Schweinerei. Sag, lass mich was abbeißen. Schon wieder dieses süße Pärchen. Na, wartet. Ihr könnt was erleben. Ich hab euch geschnappt. So einfach kriegst du mich nicht. Ha! Schon wieder du. Wir sehen uns, Lucy. Mir ist schwindelig. Wo ist er hin? Halt, dich kriege ich noch. Ups, falsche Richtung. Was schaust du mich so an? Zeig mal her, was du da hast. Süßigkeiten. Die gehören jetzt mir. Lass mir doch wenigstens einen Schokoriegel. Das Wichtigste ist ein gutes Training. Mittagessen. Stop. Halt, zeig mal, was du da hast. Nichts Besonderes. Nudeln. Die sind ja noch warm. Sieht appetitlich aus. Gib mal her. Aber natürlich. Ich hoffe, der Teller reicht. Sie können noch Nachschlag haben. Nein, danke. Ich nehme mir gleich so viel, wie ich brauche. Und das Besteck hier. Jetzt kannst du gehen. Guten Appetit. Danke. Ich bin so hungrig. Lecker. Wo bleibt Zack? Mir ist nicht gut. Mittagessen. Kommt näher zum Gitter. Lucy, ich bin es. Da bist du ja endlich. Du hast mir Nudeln gebracht? Ich habe keine Lust. Die sind doch nur zum Ablenken. Ich habe was Besseres. Gefallen dir die Burger hier? Oh, die sind herrlich. Du bist der Beste. Das ist herrlich. Das hat gut getan. Jetzt, wo ich so drüber nachdenke, hätte ich gerne Nachschlag. Seltsam, was riecht hier so? Sind das Burger? Wo kommt das her? Ich kann nicht aufstehen. Ich rolle einfach mit dem Sessel hin. Ohne dich hätte ich verhungert. Hab ich's doch gewusst. Hier schon wieder. Gib den Burger her. Bloß nicht das. Von mir kriegst du kein Mitleid. Mein Burger. Wo willst du damit hin? Ein Snickers. Wie gut, dass sich Wächter Süßigkeiten erlauben können. Ich will auch einen Schokoriegel. Oh, wow. Das Gitter ist kaputt. Darf doch wohl nicht wahr sein. Kann ich einfach rausgehen? Cool. Bloß nicht das. Schau gar nicht in die Richtung. Das ist mein Snickers. Das werden wir noch sehen. Ich nehme ihn dir weg. Nein, ich werde schneller sein. Lass mich in Ruhe. Hilfe! Hier bricht jemand aus. Hilfe! Okay, das war's schon. Die entkommt nicht mehr. Okay. Danke. Ich beobachte dich. Sie ist weg. Super. Lucy, hallo. Freut mich, dich zu sehen. Was hast du mir diesmal mitgebracht? Da bin ich auch neugierig. Ich beobachte die Gefangene. Danke, Sie können jetzt aber gehen. Mach's gut, Kumpel. Und du bleibst hier ruhig sitzen. Endlich ist sie weg. Was ist da? Ein Gummibärchen. Wie süß. Und so schön bunt. Ich liebe die Dinger. Oh, so lecker. Wow! Lecker? Sag, ich liebe dich. Ich muss noch die anderen Schlösser überprüfen.
Unglaublich. Gefangen. Schon wieder steckt da dein Freund dahinter. Gib mir die Gummibärchen. Welche Gummibärchen? Mach mir nichts vor. Ich? Nie im Leben. Nichts geht über entnommene Süßigkeiten. Die müssen vernichtet werden. Was ist hier los? Wer hat mich bespritzt? Der Desinfektionsdienst. Die Zone hier ist höchst gefährlich. Sie müssen sie umgehend verlassen. Oh, vielen Dank für die Information. Ach, das war so einfach. Wo bleibt Zack? Ah, da bist du ja. Schatz, du bist frei. Ich wusste, dass du mich rausholen würdest. Schau mal, was ich hier habe. Noch mehr Süßigkeiten. Du bist der Beste. Womit soll ich anfangen? Ich nehme mir einen Twix. Nichts geht über den Geschmack von Schokolade und Freiheit. Lass uns nach Hause gehen. Nicht so schnell, Leute. Mir macht ihr nichts vor. Und mir entkommt ihr nicht. Hör auf, wir sehen nichts. Ich hab Angst. Jetzt habe ich euch beide gefangen. Beide hinter Gitter. Ich bin mir sicher, es wird euch nicht langweilig sein. Ihr wolltet ja unbedingt zusammen sein. Diesen Umhang nehme ich mir. Oh nein, jetzt stecken wir fest. Ah, den Helm hat sie ja vergessen. Schau mal, was wir da haben. Twix, ich liebe Schokoriegel. Lass es dir schmecken. Herrlich. Oh, eine Banane und süße Streusel. Das sieht großartig aus. Du hast mehr Glück gehabt als ich. Roher Fisch. Oh, da war selbst der Kaktus besser. Ich beneide dich nicht. Lass mich anfangen. Na, komm mal her, du leckere Banane. Lass dich erstmal schälen. Und jetzt kann ich dich in die Schokolade tunken. Banane mit Schokolade, die beste Kombination. Wow. Ah, jetzt tunke ich dich auch noch in diese Zuckerstreusel. So ist es auch schön bunter. Und sicher auch viel, viel leckerer. Probieren wir mal. Mann, ist das toll. Gefällt mir total. So will ich von nun an meine Schokolade und meine Bananen immer essen. Das war's. Ich habe alles aufgegessen. Ah, ich habe noch ein bisschen Streusel übrig. Was passiert, wenn ich die einfach in den Schokobrunnen tue? Hui, der Brunnen sieht echt toll aus. Wow, der hat sich verwandelt. Jetzt ist er rosa. Voll cool. Aber leider denke ich nicht, dass mir das mit meinem Fisch weiterhelfen wird. Aber ich werde ihn trotzdem in die Schokolade tunken. Na, jetzt geh mal rein. Sieht schon mal ganz schön schlecht aus. Mal sehen, wie du jetzt schmeckst. Probieren wir mal. Einfach fürchterlich. Ich glaube, mir ist schlecht. Ach, das spüre ich, Kate. Ah, was könnte denn schlimmer sein als roher Fisch mit Schokolade? Arme Kate hat so viel Pech in dieser Runde. Vielleicht kann ich sie irgendwie aufmuntern. Ich hab's. Kate, hier hast du einen Strohhalm. Was soll ich damit machen? Ah, das ist eine coole Idee, Mary. Wir können die Schokolade direkt aus dem Brunnen trinken. Unglaublich lecker. Da stimme ich dir zu. Oh, wir haben die ganze Schokolade ausgetrunken. Aber dafür war das lecker. High five. Oh, wow, ist das Mais? Muss ich den etwa in die Schokolade stecken? Hm? Was ist das denn für eine unnötige Frage? Schau mal, ich habe Hubba Bubba bekommen. Die schmeckt auch so schon lecker. Und jetzt werde ich die auch noch in die Schokolade tunken. Ich bin sicher nicht in Eile. Fang an. Mal sehen. Oh, das sieht richtig lecker aus. Ich lasse die Schokolade direkt in die Packung fließen. Und jetzt schließe ich sie und schüttel sie richtig gut durch, damit das gesamte Band sich mit Schokolade bedeckt. Oh, das sieht richtig gut aus. Jetzt habe ich Schokokaugummi. Das muss ich probieren. Wow, das schmeckt unglaublich gut.
Das kommt alles in den Mund. Einfach köstlich. Und jetzt wird's Zeit für eine mega große Kaugummiblase. Das war toll. Aber das war noch nicht alles. Denn ich habe noch einen zweiten Kaugummi. Ab in den Springbrunnen. Ich mache einfach genau dasselbe. Einschenken, schütteln und bewundern. Und dann natürlich mit großem Appetit genießen. Mega lecker. Oh, du isst das voll appetitlich. Und ich mag deine Kaugummiblasen. Na, schmeckt dir auch dein Mais? Ah, ich weiß noch nicht. Probieren wir mal. Ich tunke ihn einfach in die Schokolade. Vielleicht schmeckt's ja. Riecht schon mal gut. So lala. Ist zwar kein Kaktus, aber auch kein Kaugummi. Ich glaube, ich weiß, was ich mit diesem Mais anfangen kann. Einen Deckel drauflegen und etwas erhitzen. Wenn ich alles gut berechnet habe, kriege ich jetzt aus dem Mais Leckerschmecker Schokopopcorn. Schau dir das an. Sieht das nicht gut aus, Kate? Schmeckt richtig gut. Wenn ich Popcorn habe, kann ich mir dazu auch einen Film anschauen. Oh, das ist ja eine Koch-Challenge. Ich liebe die. Mal sehen, wer gewinnen wird. Wow, jetzt will ich aber auch Popcorn. Solange Mary in das Video vertieft ist, kann ich mir das klauen. Aua, das tut weh. Ich hab dir nicht erlaubt, mein Popcorn zu essen. Schau mal, das ist voll lustig. Ja, ja, dann isst doch dein Popcorn. Oh, dieser Schokobrunnen ist einfach zu gut. Wir können nicht widerstehen. Lecker. Hier sind meine Süßigkeiten. Diesmal sind es Oreo-Kekse. Was hast du? Du hast Süßigkeiten und ich habe saure Zitronen. Ah, ich kann mir jetzt schon dein Gesicht vorstellen, wenn du die isst. Es ist nicht schwer, sich das vorzustellen. Aber ich hoffe, dass die Zitronen nicht mehr so sauer sind, wenn ich die erstmal in die Schokolade getunkt habe. Ich probier's mal. Nein, das schmeckt immer noch sauer. Wieso habe ich so viel Pech? Keine Ahnung, frag mich nicht, Mary. Oh Mann, ich muss noch weiter was abbeißen. Einfach in die Schokolade tunken, Augen zu und durch. Ah, das schmeckt überhaupt nicht gut. Was für ein Elend. Aber okay, ich muss mir die Augen zusammenkneifen. Und das einfach mal schaffen. Du hast recht, das sieht ganz schön blöd aus. Noch ein letzter Bissen. Nein, ich halte das nicht aus. Mary, komm schon, jetzt wein nicht. Hier hast du eine Serviette. Wisch dir das Gesicht ab. Oh, vielen Dank, Kate. Kannst du wieder zurückhaben? Nein, danke, das brauche ich nicht. Das muss ich wegschmeißen. Gut, dass ich noch diese Oreo-Kekse hier habe. Die werden mir sicher noch die Laune heben. Die Papppackung öffnen. Diese Folienpackung rausnehmen. Die auch noch öffnen. Und den Keks rausnehmen. Oh, Schokokekse mit Schokolade. Was könnte da denn besser sein? Die perfekte Schokokombo. Das ist so köstlich. Moment mal. Ich habe eine Idee. Ich werde alle Kekse aus der Packung nehmen und sie ordentlich zerkleinern. Da kann ich ein paar meiner Karate-Kenntnisse anwenden. So was gut. Weiter so. Kate, geht's dir gut? Absolut. Denn hier kommt die geniale Idee. Ich werde die Schokolade einfach in die Tüte gießen, ein Stäbchen reinstecken und einfrieren. Weißt du, was ich dann bekomme? Keine Ahnung, aber das sieht lecker aus. Warte mal, das kommt ins Gefrierfach. So ist gut. Schließen und abwarten. Alles klar. Jetzt nehme ich das wieder raus. Ich hoffe, alles hat geklappt. Was ist das denn, Kate? Wirst du gleich sehen. Rausnehmen,
Folie abziehen und voilà! Schon habe ich ein Oreo-Schoko-Eis am Stiel. Mann, ist das lecker! Und das kann ich nochmal in die Schokolade tunken. Wow. Schokoladige Schokolade in Schokolade. Ist das gut, aber irgendwie wird mir kalt. Kate, ich glaube, du steckst in Schwierigkeiten, oder? Ist die erfroren? Okay, ich muss dich dringend aufwärmen. Komm schon, du brauchst eine Decke. Ah, das Eis ist so gut. Danke, Mary. Freut mich, dir zu helfen. Oh, das sieht so appetitlich aus. Okay, du wirst eh nicht mit mir teilen. Na, wieso nicht? Wir sind doch schließlich Freunde. Oh, was ist das denn? Das sind Marshmallows. Oh, du meine Güte. Oh nee, ich habe Stinkekäse bekommen. Da habe ich aber Pech gehabt. Warte mal, ich habe eine Idee. Ich steck mir die Marshmallows einfach in die Nase. Jetzt spüre ich deinen Gestank nicht mehr. Komm schon, iss deinen Käse, sonst ersticken wir hier alle. Ach, wieso muss ich das essen? Dazu habe ich überhaupt keine Lust. Ich hoffe, dass wenn ich den Käse erstmal in die Schokolade getunkt habe, er nicht mehr so grausam ist. Wobei, da hat sich echt nichts verändert, oder? Ich probiere mal ein Stückchen. Oh, das ist richtig eklig. Wer hat sich überhaupt diesen Käse ausgedacht? Wieso ist er so schimmelig, so gammelig und so eklig? Ups, irgendwie fühle ich mich nicht gut. Was für ein Gestank. Jetzt brauche ich aber richtig dringend was Leckeres. Ah, Schokolade. Genau das, was ich brauche. So ist gut. Jetzt bin ich total schmutzig. Ich brauche einen Lappen oder so. Hey, Kate, das ist mein T-Shirt. Dafür hättest du auch dein T-Shirt benutzen können. Kate, das geht doch nicht so. Ach, wirklich? Hast du was dagegen? Warte mal, du hast auch noch Marshmallows. Ah ja, genau. Danke, dass du mich dran erinnerst. Diesen Spieß tunke ich in die Schokolade. Wie lecker. Ich liebe es. Und nochmal reintunken. Einfach unglaublich gut. Mann, davon möchte ich auch was probieren. Tut mir leid, Kate, aber das schmeckt viel zu gut. Das gehört mir alleine. Echt der Hammer. Hier ist ja noch ein Marshmallow-Stück. Warte mal. Dich kriege ich noch. En garde, Mary. Na, warte. Mich wirst du nicht besiegen. Da bin ich aber anderer Meinung. Ha, jetzt gehört dieser Marshmallow mir. Oh, das schmeckt echt gut. Ha, wie auch immer. Ich habe ja diese Marshmallows ganz vergessen. Die kann ich einfach aus der Nase rausnehmen und noch essen. Riechen gut. Mary, die hattest du doch in der Nase. Ja und? Die sind trotzdem lecker geblieben. Dann lasst uns nicht lange warten. Ran ans Zeug. Emma und Kate können es kaum erwarten. Erdbeeren und Chili? Kate, da hast du wohl Pech gehabt. Emma probiert mit Vergnügen ihre Schoko-Erdbeeren. Und ist entzückt. Komm, Kate, du brauchst nicht neidisch zu sein. Ich stelle mir einfach vor, das wären Erdbeeren. Nur halt etwas schärfer. Ich habe keine Angst. Na los, Chili, tauch ab. Ach komm schon, mit Schokolade schmeckt doch eh alles besser. Wobei... Hilfe, das brennt ja unglaublich. Oh Mann, ich verstehe alles, aber ein bisschen anständiger könnte man sich schon benehmen. Du hast ein bisschen zu viel Schokolade im Gesicht. Kannst du mir was abgeben?
Na komm schon, sei nicht böse. Diesmal hat Emma Pech gehabt. Zitronen. Kate kriegt Oreos. Wow. Yes. Oh, die müssen sicher gut mit Schokolade schmecken. Emma muss fast heulen. Sie findet Zitronen viel zu sauer. Aber da kann man wohl nichts machen. Augen zu und durch. Aber so einfach wird das Emma nicht machen. Wow! Schaut mal! Wahre Magie! Ist das nicht schön? Zauberhaft! Ja! Kate taucht ihre Kekse in den Springbrunnen. Noch wissen wir nicht, ob das genauso lecker sein wird, wie es aussieht. Lasst es uns erfahren! Und schon ist der erste Keks geschafft. Scheint gut zu schmecken. Aber beim zweiten wird klar, dass das eindeutig zu sauer ist. Donuts und Brokkoli. Schön kontrastreich, dass es euch auch nicht langweilig wird. Und Emma ist schon wieder am Leiden. Kate hat gar keine Zeit für Mitleid, denn sie freut sich viel zu sehr über ihren Teller. Aber die listige Emma weiß bereits, dass sie sich einen Spaß erlauben wird. Brokkoli? Sieht so lala aus, aber vielleicht schmeckt es ja. Oh, schmeckt wunderbar. Klasse. Das hätte ich nie gedacht. Aber es ist so. Willst du was probieren? Schmeckt so ungewöhnlich. Wollen wir tauschen? Super, du wirst es nicht bereuen. Ja, kipp einfach so viel wie möglich Schokolade drüber. Und du wirst es schon sehen. Ha, reingefallen. Mann, bist du naiv. Du hast mir tatsächlich geglaubt. Mann, du hättest dein Gesicht sehen sollen. Gut, dass ich noch ein paar Donuts hab. Hier ist wohl ziemlich offensichtlich, dass das lecker ist, nicht wahr? Und die kriegst du sicher nicht zurück, vergiss es. Wow! Yes! Hoppla! Oh! Gummibärchen und gekochte Eier. Ich glaube, euch ist klar, wer hier die Glückliche ist. Aber vielleicht hat Emma schon wieder einen Weg, die Situation in Ordnung zu bringen. Oh, Augen. Die sehen ganz schön gruselig aus. Müssen aber sicher gut schmecken. Kate kriegt endlich mal was Leckeres. Was ihr Emma nicht wegnehmen wird. Lass es dir schmecken. Warum ist Emma so traurig? Eier? Tja. Mal sehen, wie die essen wird. Dann auch noch in Schokolade. Igittigitt. Ihrem Gesicht nach muss das fürchterlich schmecken. Bläh. Oh, wow. Aber sie hat alles aufgegessen, ohne zu kotzen. Vielleicht war sie einfach nur sehr hungrig. Wow! Wow! In dieser Runde gibt's Pommes frites. Und einen mega coolen Lutscher. Pommes sind zwar was Schönes, aber Schokolade ist hier eindeutig fehl am Platz. Und wie steht's mit dem Lutscher? Sieht gut aus. Aber beißen lässt der sich nicht wirklich. Pass auf deine Zähne auf, Emma. Ups, zu spät. Das ging direkt an Kates Stirn. Hey, musste das sein? Ups. Oh, Kate. Ich mag deine Augenbrauen. Die sehen lustig aus.
Okay, jetzt also die Pommes, ne? Ich hab wirklich keinen Bock drauf, aber okay, ich hab wohl keine Wahl. Oh, das schmeckt gut. Das hätte ich ja gar nicht gedacht. Super. Also ich will gleich mehr davon. Yeah. Wenn schon genießen, dann so richtig. Hey, kann ich noch einen Teller haben? Oh, wo kommt der Geruch her? Ah, das ist der Käse auf Kates Teller. Oh Gott. Die ist wirklich nicht zu beneiden. Und Emma kriegt Marshmallows. Super. Und sie hat sich schon was überlegt. Stell dir vor, wie viel Schokolade sie jetzt schaffen kann. Das ist sogar besser als Kakao mit Marshmallows. Ein schokoladiges Märchen. Und solange Emma es sich gut gehen lässt, macht sich Kate auch ans Zeug. Aha! Klar, der Käse riecht ganz schön mies. Aber auch dagegen lässt sich was tun. Tada! Hä? So hat man Marshmallows sicher noch nie benutzt. Jetzt macht dir dieser Stinkekäse keine Angst mehr. Wir kippen einfach möglichst viel Schokolade drüber. Und das wird schon irgendwie gehen. Die Konsistenz ist zwar seltsam, aber naja. Wenn da nicht nur diese Emma wäre. Oh nein, schon wieder musste das Kate passieren. Aha. Die Spannung steigt. Yes! Oh wow. Ein mega langes Kaugummi und ein Hotdog. Da ist ziemlich klar, wer sich in dieser Runde freuen wird. Ich meine, ein Kaugummi ist an sich schon ein Gewinn. Aber mit Schokolade muss das doch sicher noch besser schmecken. Und wenn man eine Blase macht, wird die dann schokoladig sein? Arme Emma, die stirbt ja gleich vor Neid. Und die Blase ist tatsächlich schokoladig geworden. Wow! Sieht cool aus. So riesig. Yeah! Wow! Kate, überleg es dir gut, ob du das beißen möchtest. Bam! Eine Schokoladenexplosion. Aber das macht solchen Spaß, dass das Kate sogar wiederholen würde. Selbst Emma fand das lustig. Sagen wir es mal so, ich habe sicher nicht davon geträumt. Ketchup wäre vielleicht angemessener gewesen, aber okay, was soll man da machen? Ich kann mir bereits vorstellen, wie eklig das sein wird. Boah, nee, das ist sicher nicht mein Ding. Und schon wieder stehen die zwei sich gegenüber. Yes. Der einen geht's gut, der anderen nicht wirklich. Sushi! Fisch und Schokolade waren noch nie eine gute Kombination. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das gehen soll. Kate auch nicht. Aber sie macht ehrlich mit und probiert ihre Sushi mit Schokolade.
Sieht schlimm aus. Und schmecken tut es auch nicht viel besser. Emma erwartet von ihren Nachos eindeutig mehr. Noch ist alles okay. Aber was wird wohl kommen? Oh, Emma scheint die Kombination zu gefallen. So sehr sogar, dass sie jetzt voller Schokolade ist. Die Chips sind alle. Aber Emma gibt nicht auf. Und diese Größe gefällt ihr eindeutig mehr. Oh, wow. Ab in den Springbrunnen. Aber Emma, das dauerte zu lange. Kate hat es am Ende nicht ausgehalten. Und ein echter Kampf beginnt. Emma, man muss stets auf der Hut sein, wenn man was Leckeres in der Hand hat. Wer wird schneller sein? Denn Schnelligkeit ist hier entscheidend. Und schon ist auch diese riesige Chips alle. Yes! Schaut euch mal Kate an. Wow. Sie ist glücklich. Emma nicht wirklich. Klar, Kate hat so nette Löffel bekommen. Wow. Mit denen lässt sich Schokolade ganz einfach schöpfen. Und Emma kriegt am Ende noch was Ekliges. Meeresfrüchte. Mm. Diese Oktopusse sehen vielleicht cool aus, aber dass sie mit Schokolade schmecken, bezweifle ich. Aber eines müssen wir zugeben. Emma ist mutig genug, um das zu probieren. Auch wenn sie versucht, ihren Ekel zu vertuschen, ist uns klar, wie fürchterlich das wohl schmecken muss. Was für süße Löffelchen. Entzückend. Hoppla. Da freue ich mich schon. Emma, das ist total praktisch. Zu schade, dass du nichts davon probieren wirst. Ich will einen vollen Löffel haben. Wusstest du, dass die Löffel an sich auch essbar sind? Einfach fabelhaft. Hm, seltsam, was war das denn? Wie kam das in meinen Mund? Ihhh. Schon wieder du. Oh. Jetzt lass das doch endlich. Wann gibst du endlich Ruhe? Oh nein. Das kannst du gerne selber essen. Lass uns abzählen, wer beginnt. Ich habe gewonnen, also kann ich beginnen. Oh, das sind ja Oreos, wie toll. Ich liebe Oreos. Die lieben wir alle. Und vor allem liebe ich die weiße Füllung. Die lässt sich perfekt mit der heißen Schokolade kombinieren. Ich glaube, dass die Oreos an sich auch lecker sind. Das ist klar. Aber die weiße Füllung ist doch der beste Teil. Was machst du? Du hast ja ein extra dickes Oreo. Genau das wollte ich. Genau das habe ich vor. Stell dir vor, wie lecker das sein wird, wenn ich das erstmal in die Schokolade getunkt habe. Wow, probier mal. Oh ja, das ist sogar besser, als ich es erwartet habe. Oh mein Gott! Wow, das war ja schnell. Jetzt bist du aber dran. Na endlich. Seltsam. Bloß nicht das. Da war doch etwas. Hä? Ein Zauberstab? Aber ich bin doch kein Zauberer. Was hast du angerichtet? Hey. Ich will meine Haare zurück. Ja, ja, warte. Oh, übrigens, die Farbe steht dir. Ich will die aber nicht. Ich will meine Haare zurück. Was soll das? Warte, warte. Hier, bitte sehr. Und du hast dir Sorgen gemacht. Und jetzt?
werde ich diesen Zauberstab benutzen, um die Kakerlake zu verwandeln. Mal sehen. Boah, das ist sehr cool. Jetzt habe ich eine Schokokakerlake. Die kann ich probieren. Die macht mir keine Angst. Aber etwas heiße Schokolade kippe ich noch drüber. Oh, das ist lecker. Und was hast du da auf der Schulter? Ach komm, das ist doch bloß eine echte Kakerlake. Diesmal will ich aber anfangen. Wow, ein Lutscher. Aber da ist eine Chilischote drin. Oh mein Gott! Monika, du kannst gerne anfangen. Vielen Dank. Seltsam, ich habe eine Spritze. Ich hoffe, dass da was Leckeres drin ist. Oh, das sieht ja cool aus. Na, schmeckt's? Total gut. Das mische ich jetzt noch mit der Schokolade. Der Sirup kommt auf den Teller. Oh, das sieht so appetitlich aus. Das ist Leckerschmecker-Gelee. Und jetzt kommt da noch Leckerschmecker-Schokolade hinzu. Schau mal, wenn ich die erstmal vermische. Wow, das sieht voll cool aus. Ich brauche noch ein Holzstäbchen. Wow, voll schön. Das kannst du laut sagen. Und jetzt kann ich das Ding probieren. Da hast du ja Glück gehabt. Das weiß ich. Oh, das ist so lecker. Ich beneide dich total. Hey, wieso isst du nichts? Oh, no. Ja, ich mache ja schon. Das Karamell sollte ja genießbar sein. Probier es. Oh, ich hatte recht. Das schmeckt gut. Ich würde sogar etwas Schokolade hinzugeben. Sieht voll lecker aus. Und? Die Chili bereitet dir keine Probleme? Ha, so weit, so gut. Es ist einfach viel zu scharf. Oh, was soll ich tun? Ich verbrenne gleich. Sag, geht's dir gut? Oh Mann, was soll ich tun? Hilfe! Moment, hier, warte mal. Wir löschen dein Feuer. Oh, vielen Dank. Das tut gut. Danke, Monika. Ohne dich wäre ich verbrannt. Gern geschehen. Ich frag mich, was uns diesmal erwartet. Lass mal nachschauen. Oh, wie cool. Ich habe ein iPhone. Und zwar in einem Pop-It-Case. Voll cool. Hoffentlich kriege ich auch was Tolles. Nein, wirklich? Ich hasse Seefrüchte und vor allem Oktopusse. Schau mal, wie eklig der ist. Hoffentlich kann mir die Schokolade weiterhelfen. Ah, komm schon, isst das. Das sieht wie ein Albtraum aus. Oh nein. Wie eklig. Mach nur weiter so. Du wirst mich auf TikTok berühmt machen. Was machst du? Mir hängen Tentakel aus dem Mund. Du lass mich also aus? Na, warte. Oh mein Gott, das sieht voll schlimm aus. Hör auf, mir Angst zu machen. Na, hat's dir geschmeckt? Nein, gar nicht. Das war super eklig. Monika, dir ist doch schon klar, dass du dein Handy auch in die Schokolade tunken musst. Ja, das ist mir gerade eingefallen. Mach's gut, liebes iPhone.
Du warst mir ein wahrer Freund. Jetzt soll ich das lecken? Na komm schon, mach. Naja, Schokolade ist eben Schokolade. Oh je! Geht's dir gut? Ja. Na, es kann weitergehen. Ein Apfel. Das ist lecker und gesund. Yeah! Zwiebel? Die schmeckt doch gar nicht. Wenn sie gesund ist. Du hast schon wieder Glück gehabt. Fang an. Meinen Apfel kann ich noch mit verschiedenen bunten Streuseln dekorieren. Aber zuerst tunke ich es in die Schokolade und mache daraus ein echtes Dessert. Eintunken. Sieht jetzt schon gut aus. Yeah. Und jetzt noch die bunten Streuseln. Oh, schaut mal, wie schön das aussieht. Na los, probier was. Schmeckt's dir? Total, das ist der Hammer. Ich glaube, das ist der beste Apfel, den ich je probiert habe. Ach, jetzt bist du voller Streuseln. Schau dir deine Lippen an. Jetzt lach doch nicht. Die haben mich nur etwas süßer gemacht. Los, jetzt bist du an der Reihe. Oh Mann, das habe ich ja ganz vergessen. So gerade eine Zwiebel. Oh, ich habe eine Idee. Vielleicht könnte ich ja auch dieselben Streusel verwenden. Hoffentlich hilft mir auch die Schokolade. Das bezweifle ich sehr. Das finden wir gleich heraus. Wow, das sieht ja schon toll aus. Hast du das gesehen? Ach, du tust mir leid. Jetzt geht's aber los. Oh, ich würde sagen, das ist gar nicht lecker. Boah, widerlich. Das stinkt auch noch. Jetzt muss ich auch noch heulen. Genau das habe ich auch erwartet. Als hätte ich eine Mülltonne im Mund. Ich muss dringend was unternehmen. Hoffentlich hilft mir die Schokolade. Oh, du tust mir leid. Schau mal, du hast einen Schokobart. Das ist immer noch besser als Zwiebelmundgeruch. Das macht mir nichts aus.